Ho, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Auf der Wii U. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne den Massenmatcher nennen, wenn ihr wollt. Denn ich habe das letzte Mal im 10er Smash und im 100er Smash ganz viele Leute zerdrückt und werde das jetzt im 3-Minuten Smash mal fortführen, einfach um es euch zu zeigen. Ich habe eben schon wieder eine Aufnahme versucht, die mir total in die Hose gegangen ist. Deswegen muss ich das jetzt wiederholen. Das heißt, ich habe hier schon mal einen Teilrekord. Ich habe den Kampf allerdings abgebrochen, also habe mich umgebracht und hier neu gestartet, damit ihr das von Anfang an sehen könnt. Das wäre ganz gut. So, wir machen das wieder mit Link. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich habe ganz viele Charaktere noch nicht ausprobiert. Das kann ich in späteren Kämpfen mal machen. Aber in solchen Herausforderungen ist es besser, wenn man einen Charakter hat, mit dem man auch so ein bisschen umgehen kann. Ich glaube, ich muss die Hintergrundmusik wieder umstellen. Das macht mich wahnsinnig, wenn es so ruhig ist. Ich hoffe, das geht irgendwie. So, ich nehme den Link mit und hoffe, dass er ein bisschen viel smasht. Hallo, gehst du da rein? Start. Sehr schön. Also, es ist quasi noch der Erstzugang zu diesem Modus. Weil ich, wie gesagt, kein Match bisher vollendet habe. Oh. Und es fängt gar nicht mal so gut an. Ich lasse mich offenbar verprügeln. So, ihr seht, diesmal geht der Counter andersrum. Ich habe bis jetzt 5 Leute erledigt. Eigentlich sind es 7. Und jetzt kommt Nummer 8. Und ich weiß nicht, wie viele ich jetzt habe. Ich kann gerade nicht gucken. So. Also ich werde sicherlich jetzt keine großen Rekorde aufstellen oder so. Wie gesagt, da werdet ihr vermutlich in euren eigenen Spielen, wenn ihr das Spiel besitzt, wesentlich mehr hinbekommen. Aber ich gebe mir Mühe, dass es zumindest einen kleinen Vergleichswert gibt, dass ihr wisst, wie super gut ihr seid. So, weg mit euch! Weg mit euch! So. Bams! Bams! So, also ihr könnt gerne angeben, boah, ich habe 10-mal so viele wie du umgebracht, wenn ihr möchtet. Ich bin nämlich nicht so gut in dem Spiel, müsst ihr wissen. Bams! Bams! Aber vielleicht wird's ja noch was mit mir. Vielleicht werde ich irgendwann ein großer Smash-König und dann werdet ihr alle sagen, boah, ist der groß und smashig und königlich. Okay, wir haben immer noch über die Hälfte der Zeit. Ich muss überhaupt mal überleben, glaube ich. Bams! Aber den dicken, fetten Yoshi haben wir schon mal weggesmashed. Achso, ich bin gerade geschlagen worden. Ich dachte, ich hätte das gemacht. Und dann war ich ganz verwirrt, dass es nicht so war. Bam! Bam! Ha, geh weg! Mann! Bam! Swim! Ich bin schon ganz schön verletzt, muss ich mal sagen. Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr aufpassen, dass ich das überhaupt überlebe. Okay. Link, 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 sagen sie. Swam! Okay, und rüber da. Oh, nicht ich. Alles klar, ich hau das nochmal. Bams! Swam! So. Ich hoffe, ich überlebe die paar Sekunden überhaupt noch. Denn ich fühle mich gerade nicht sehr stark. Swam, swam, swam! So. Okay, kommt mal runter. Damit ich das machen kann. Ich schütze mich mal ein bisschen und mach sowas hier. Und sowas hier. Und sowas hier. Und nichts mehr? Nichts mehr? Doch, ich mach noch was. Dachtet ihr euch so, ha? Bams! Bams! Schwams! Hui, das dauert länger als ich dachte. Swip! Oh oh. Ich versuche erstmal die. Oh, ich hoffe, der Kleine bringt mich jetzt nicht um. Also der Kleine ist ja gar nicht mal so klein im Augenblick. Nein! Habt ihr das gerade gesehen? Ich habe nicht nur 99 Gegner besiegt, sondern ich bin auch noch quasi direkt auf der Ziellinie erschlagen worden. Ist das bitter? Oh, Mist. Na gut, dann probieren wir es einfach gleich nochmal. Denn das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. 99 Gegner, das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Ich hätte nur überleben müssen. Okay. Offenbar habe ich die alle drei mit meinem Boomerang getötet. Okay. Bams. Zwirbel mal, schnell, Link. Du kannst doch nicht einfach. Bams. Zwirbel dich und zwirbel dich, wie du dich noch nie gezwirbelt hast. Nochmal. Darüber. Zwams. Oh oh. Oh oh.
Kann es sein, dass so alle 50 Gegner ein großer kommt? Also, den Falken haben wir umgehauen. Ich nehme mal an, ja genau, alle 25 kommt dann ein kleiner Gegner und alle 50 ein großer. Könnte das sein? Das heißt, hätte ich eben ein bisschen weniger getötet, dann hätte ich das überlebt, weil mich der Kleine nicht umgebracht hätte. Voll schade. Das hauen wir mal so weg, denn... Oh, oh, jetzt habe ich es weggeschmissen. Schade. Mist, so wird das nichts, Leute. So wird das sicher nichts. Und deswegen zwirbeln wir uns ein bisschen. Hättest du dir nicht gedacht, hä? Nochmal. Alle haben sie überlebt hier. Okay, den Yoshi haben wir schnell getötet. Das war schön. Okay, kommt mal runter, Jungs. Wir können hier nicht ewig warten, bis ihr mal Zeit habt, gegen mich zu kämpfen. Oh, oh, jetzt wird es langsam Zeit, dass ich das Zeitliche segne, offenbar. Okay. Nein. Alles klar. Das ging nochmal gut. Bams. Okay. Bams. Und Bams, Bams. Und schwuppdiwupp. Komm da runter. Komm runter. Oh, yeah. So, nochmal. Oh, ich möchte es so gerne überleben. So, wir haben 75 Gegner, wie es aussieht, besiegen. Verdammt, denn Luigi ist aufgetaucht und macht mir Schwierigkeiten. Wir gehen hier weg. Und hoffen, dass wir Luigi auch noch besiegen können. Also die richtigen Charaktere, die sind definitiv stärker als die, noch 18 Sekunden, als die ganzen Mies. Boah, ich dachte gerade, ich wäre gestorben. Aber das war nicht so. Ich lebe noch. Ich lebe, versteht ihr? Und ich möchte leben. Swam! Nein, nein! Nein, diesmal nicht. Okay, wir haben diesmal zwar zwei weniger umgebracht, aber ich habe es wenigstens überlebt. Ist das jetzt besser oder schlechter? Ich weiß es nicht so genau. Na gut, aber es ist ein relativ eindeutiges Ergebnis. Ich bewege mich im Bereich von um 100 Gegner, etwas darunter. Aber immerhin habe ich einen neuen Meilenstein erhalten und dafür 1000 G. Also hier seht ihr auch den vom letzten Mal, Meister 100er Smash. Das habe ich ja das letzte Mal gemacht. Ich habe das Ergebnis dann nicht mehr gezeigt. Und jetzt erziele ich 60 oder mehr K.O.s im einen einzigen 3-Minuten Smash. Okay. Alles klar. Also es scheint eigentlich ganz gut zu sein mit 90 oder 99, 97. Ich denke, ich bin jetzt erstmal zufrieden. Das sind natürlich wahrscheinlich die einfachen Challenges. Die richtig schweren, die kommen vermutlich erst noch. So. Und dann würde ich sagen, das reicht aber noch nicht für einen Part. Was mache ich denn jetzt bloß? Was tue ich jetzt? So, ich gehe nicht in 3-Minuten Smash, sondern gucke einfach nochmal in den nächsten rein. Gegner-Smash. Besiege mehr Gegner als dein Rivale. Ja, das kann ich nochmal probieren. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Einen 10-Minuten-Part möchte ich auf jeden Fall hier draus machen. Natürlich nehme ich wieder den Link mit. Ich weiß nicht, was für einen Rivalen ich hier bekomme. Ach, ich nehme mal den weißen Link hier. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich denke mal, ich muss einfach Gegner weghauen. Was? Ja, das denke ich wohl. So, ach, es ist auch noch ein anderer Link. Ja, das kann ja heiter werden. So. Au, ach so, der kann mich auch hauen. Ist ja irre. Ah, der haut mich sogar relativ dolle, glaube ich. Wie viele haben wir? Also, ich habe bis jetzt 9. Mann, Link, hör auf mit dem Scheiß. Und nochmal. Heißt das, dass man auch den Gegner weghauen kann? Ich probiere das mal eben. Oh, er probiert das mal eben. Ich schätze mal, ich kann ihn nicht komplett weghauen. Okay, aber bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Bams! Bams! Doch, also ich glaube schon, dass ich ihn weghauen kann. Vielleicht geht das ja auch so, dass ich quasi, während ich ihn weghaue, noch außerdem mehr weghauen muss als er. Na gut, probieren wir es mal. So. Bums.
Ja, er ist nicht ohne. Er weicht zumindest ganz gut aus. Ah, Hilfe. Bams. Ist er jetzt nicht langsam mal tot? Ach, da ist er ja. So. Da schwebt er auf jeden Fall. Und, haben wir ihn? Nee, noch nicht. Ich bringe noch mal ein paar Gegner um, während er fliegt. Mist, er auch. Bams. Und nochmal. Oh, oh. Das Blöde ist, dass man ihn gar nicht so richtig zwischen den anderen sieht. Und deswegen fühle ich mich gerade so etwas blöde. Ja. Bams. Mist, ich wollte den anderen treffen. Komm her, Link. Bams. So, jetzt dürftest du am Ende sein. Ja. Ach, er kommt einfach wieder. Er kommt einfach wieder. Na gut. Geht es jetzt auf Zeit oder was? Weil ich sehe gar kein Zeitlimit. Bums. Aber wahrscheinlich geht es insgesamt um 100 Gegner oder so. Bams. Oh, Hilfe. Aber ich glaube, das schaffen wir schon. Schaffen wir das, kleiner Link? Ja, das schaffen wir. So. Bams. Bam. Also, wenn es 100 Gegner wären, dann hätte ich jetzt schon gewonnen. Aber vielleicht ist es doch nicht so. Vielleicht ist alles anders hier. Bam. Bam. Geh weg. Oh, oh, jetzt hat er mich. Ende. Ach, das muss ich jetzt einfach warten, bis ich... Absoluter Rekord, 28. Also, es wird verrechnet. Ich habe doppelt so viele WR bekommen. Ich weiß nicht, ob man so lange kämpfen muss, bis man einfach einmal weggeschleudert wird. Ich habe ihn ja auch weggeschleudert. Aber auf jeden Fall haben wir es, glaube ich, gemeistert, oder? Ich weiß nicht so ganz genau, wie der Modus funktioniert. So, ich hatte Panade. Naja. Ach so, jetzt hat er einfach neu gestartet. Nee, Leute, also das... Wie kann ich das hier eigentlich drehen? Ich würde dich so gerne mal... Ich glaube, das bringt nichts, wenn ich das nochmal starte. Ihr könnt mir einfach mal sagen, was ich machen muss, damit dieser Modus richtig funktioniert, damit ich ihn beende. Muss ich da Link besiegen? Geht es auf Zeit? Muss ich eine bestimmte Gegneranzahl schaffen? Oder war das so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass ich einfach irgendwann getötet werden muss? Ich weiß es nicht. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen sage ich nur Tschüss und bis dann.